Unser Sommergespräch mit Landeshauptfrau Johanna Mickl-Leitner spannt einen weiten Bogen von Wirtschaft, Tourismus, Bildung und natürlich bis hin zum aktuellen Thema Corona. Wir trafen die Landeshauptfrau im Garten der Fachhochschule Krems. Die Themen Niederösterreichs Wirtschaft und Bildung im Lichte der andauernden Pandemie, Tourismus und den zu Ende gehenden Kultursommer. Über 1500 Veranstaltungen haben stattgefunden an 180 ganz besonderen Orten, sei es jetzt in Grafeneck oder sei es direkt am Semmering. Das heißt ganz besondere Orte mit einer ganz besonderen Kultur. Und 1,5 Jahre ohne Kultur war für viele eine ganz, ganz große Herausforderung. Deswegen war es auch gut, dass wir Kultur wirklich spüren und fühlen konnten. Jetzt gibt es traditionelle Kultur, siehe Grafeneck, siehe andere Spielorte, aber es entsteht auch ein neues Kulturzentrum am Semmering. Der Semmering entdeckt sich oder erfindet sich wieder neu. Ja, gerade der Semmering war um die Jahrhundertwende jahrzehntelang ein Hotspot für den Tourismus, wo sich die intelligente Elite getroffen hat und vor allem auch das gute Bürgertum. Unser Ziel ist es jetzt, den Semmering aus dem Dornröschenschlaf zu erwecken. Und das tun wir, indem wir die gesamte Südregion Niederösterreichs entwickeln wollen, von Wiener Neustadt bis hin zum Semmering. Wir haben hier einen guten Start mit dem Kulturprogramm direkt am Semmering, wo derzeit über 15.000 Karten verkauft worden sind und vor allem auch einen guten Start, was die Hotellerie betrifft, denn das Kulturhotel wird im neuen Glanz und im neuen Kleid erscheinen. Wenn wir von Kultur sprechen und von Corona, reden wir ja auch von den Corona-Regeln. Wie haben sich die Corona-Regeln im Kultursommer bewährt? Ja, die Regeln haben sich sehr gut bewährt, denn es gab hier sehr viel an Disziplin seitens der Besucherinnen und Besucher. Und so sind wir auch gut durch Corona durchgesegelt und gut durchgesegelt durch den Sommer. Aber wichtig ist, dass auch in Zukunft sich so viele Menschen wie möglich impfen lassen. Denn zum einen schützt man sich dadurch selber, man schützt auch andere. Und vor allem wir alle können dadurch geschützt werden, dass es zu weiteren Einschränkungen wieder kommt. Jetzt reden viele von der sogenannten 1G-Regel. Wie ist Ihre Stellung dazu? Ich glaube, jetzt geht es vor allem darum, die Menschen zu motivieren, sich impfen zu lassen. Und jetzt gerade angesichts der steigenden Infektionszahlen geht es darum, nicht nur auf diese Infektionszahlen zu schauen, sondern vor allem auf die Anzahl der schwer Erkrankten in unseren Krankenhäusern. Denn die steigenden Infektionszahlen heißen nicht zwangsläufig, dass es zu einer dramatischen Situation kommen muss. Soweit zur Kultur. Schauen wir zur Wirtschaft. Wie hat sich die Wirtschaft erfangen? Welche Maßnahmen werden ergriffen, um die Wirtschaft zu unterstützen? Ja, Niederösterreich ist jene Region, die bereits ganz zentrale Schritte gesetzt hat, um vor allem die Arbeitslosigkeit zu senken und vor allem auch die Wirtschaft wieder wachsen lassen zu können. Und da sind wir gut unterwegs, wenn ich an die Zahlen, Daten und Fakten sehe. Denke hier an die Arbeitslosigkeit. Es ist gelungen, dass vor allem die Arbeitslosigkeit bereits 2% unter der Arbeitslosigkeit von 2019 liegt, das heißt vor der Pandemie. Und zum Zweiten prognostizieren uns die Wirtschaftsforscher ein Wachstum von 4,3%. Das heißt, wir können heuer und nächstes Jahr mit einem starken Anstieg des Wirtschaftswachstums rechnen. Wenn wir von der Wirtschaft reden, reden wir auch von der Förderung der Wirtschaft. Welche Maßnahmen ergreift das Land, um die Wirtschaft zu fördern? Und sind Sie auch mit den Maßnahmen der Bundesregierung, so wie sie jetzt ist, zufrieden? Greifen die? Ja, ich glaube, beides war wichtig und notwendig. Zum einen das Förderungsunterstützungspaket seitens des Bundes, aber vor allem auch die speziellen Förderungen seitens des Landes. Und hier kommt vor allem der Digitalisierung eine ganz wesentliche und zentrale Rolle zu. Denn wir sehen, dass jene Firmen, die im Digitalisierungsprozess sich befinden oder den schon sich hinter sich haben, dass die viel, viel besser durch die Krise kommen. Und deswegen legen wir auch den Schwerpunkt bei den Förderungen auf die Digitalisierung von Prozessen. Digitalisierung sowohl der Wirtschaft, der Industrie, vor allem aber auch der Klein- und Mittelbetriebe. Denn nur dann werden wir auch weiterhin international konkurrenzfähig bleiben. Ein weiteres Thema, die Jugend. Die Jugend, die ja diesen Sommer schon etwas lockerer verbringen durfte, konnte. Die Schule beginnt. Wie sehen Sie Schulbeginn unter den Maßnahmen von Corona, wie es jetzt der Unterrichtsminister gesagt hat?
Ja, ich glaube, wir haben eine ganz große Herausforderung, nämlich alles zu tun, damit Schule und Kindergarten auch offen bleiben können. Denn die letzten 1,5 Jahre waren eine große Anstrengung und viele Entbehrungen für unsere Kinder und für unsere Jugendlichen. Und deswegen ist die Teststrategie, die Bundesminister Faßmann vorgegeben hat, auch eine gute, um vor allem Kinder und Jugendliche zu schützen, damit sie auch tatsächlich in der Schule und im Kindergarten bleiben können. Nicht nur um zu lernen, sondern vor allem auch die sozialen Kontakte zu haben. Und diese sozialen Kontakte haben den jungen Menschen ganz, ganz gefehlt. Sie sind ja auch Mutter. Und wie sehen Sie hier im Rahmen Ihrer Familie die Ausbildung Ihrer Kinder unter Corona? Ja, meine Kinder haben das sehr gut gemanagt, weil vor allem die Lehrerinnen und Lehrer wirklich hervorragende Arbeit geleistet haben. Ja, es war ein anstrengendes Jahr, es waren anstrengende 1,5 Jahre, aber sie haben das gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrern wirklich sehr gut gemanagt. Und sie haben sich auch gefreut, darauf geimpft zu werden, weil dadurch natürlich das Leben auch freier wird und man sich wieder treffen kann und man wieder Begegnungen intensivieren kann. Wir machen das Interview am Campus der FH Krems, ein beeindruckender Campus. Wie sehen Sie die Fachhochschule Krems? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir auch weiterhin in unsere Universitäten und unsere Fachhochschulen investieren, denn Bildung ist die beste Basis für eine wirtschaftliche Entwicklung. Und deswegen freue ich mich, dass sich gerade der Campus hier in Krems so positiv entwickelt hat. Danke für das Gespräch. Gerne.